Herzlich willkommen zu dem 12. Kurzvideo zu Windows Grundkompetenzen, Grundlagen. Da möchte ich dir jetzt das sogenannte Expertenmenü zeigen und da dann den Gerätemanager aufrufen. Dieses Expertenmenü wird ja auch direkt Link-Menü oder Quick-Access-Menü oder Expertenmenü oder geheime Startmenü genannt. Geheim deshalb, weil es so unbekannt ist. Da gibt es zwei Möglichkeiten, es aufzurufen mit der Maus. Ich fahre auf die Startfläche Start, rechte Maustaste und dann sehe ich hier dieses Menü. Wenn ich die Windows-Taste gedrückt halte und X-Tastenkombination, komme ich zum selben Menü und da habe ich einige geschickte Einstellungen, die Windows-Profis gerne verwenden. Und da zeige ich dir jetzt mal den Gerätemanager. Ich klicke mit der linken Maustaste hinein und bekomme all meine Geräte letztlich dargestellt anhand der Anschlüsse, zwischen welche hergehen würde Bluetooth und so weiter. Und da kann ich dann hier zum Beispiel mit der rechten Maustaste zum Beispiel einen Treiber aktualisieren, das heißt, dass die Geräte dann besser funktionieren. Und wenn du hier einen Warnhinweis bei einer dieser Einstellungen hast, dann kannst du sehr schnell sehen in diesem Gerätemanager, dass dein PC vermutlich ein Problem hat, das du vielleicht mit einem neuen Treiber dann lösen könntest. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich gleich wieder im nächsten Video.